Habe ich schon erwähnt, dass die erdbebensicher verpackt ist? Alter Schwede. Was geht ab, meine Nerds und Nerderinnen? Willkommen zurück. Heute ist wieder ein schöner Tag, denn heute gibt es ein neues Video. Und heute gibt es mal ein bisschen außergewöhnlicheres Video von mir. Es geht um ein Collectible, aber erstens, es geht um ein Custom Collectible und zweitens probiere ich heute mal was Neues aus. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Das ist der Vorteil davon, wenn man einen eigenen Kanal hat, weißt du? Und zwar, ich habe eine super geile Figur bekommen. Also ich habe keine Ahnung, ich hoffe sie ist super geil, aber ich gehe davon aus, denn ich kenne die Arbeiten von dem Kollegen, die er angefertigt hat und mich gefragt hat, ob ich die mal in einem Video zeigen möchte. Und ja, es handelt sich um eine Star Wars Figur. Ich bin ein riesen Star Wars Fan, das weiß mittlerweile vermutlich jeder. Hier auch mal so Imperium-mäßig, egal. Und dann habe ich mir was gedacht. Ich wollte ja den diesen Kollegen vor die Kamera zerren, um ihn quasi ein paar Fragen zu stellen, die vielleicht interessant sein könnten für euch. So, in dem Fall ist es jetzt leider aber nicht möglich. Jetzt handelt es sich um einen etwas schüchternen Verfechter dieser Kunst. Und okay, kein Problem. Habe mir gedacht, ich mache trotzdem mal die Fragen hier und stelle euch die einfach mal so. Ich habe ihm die geschickt, die Fragen. Er hat Antworten drauf gegeben und die werde ich euch trotzdem vorlesen. Sorry. Ist zwar nicht ganz das gleiche, aber ist halt jetzt so, ne? Genau. Schauen wir mal. In Zukunft kriege ich vielleicht den einen oder anderen vors Rohr, wenn es um solche Sachen geht. Und zwar, die Leute, die meine Videos kennen, wissen, dass ich pack nichts aus, bevor das Video anfängt. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß so viel, es ist ein Sturmtruppler oder ein First Order Trooper. Ich weiß auch, welche Figur das Grundmodell war, bevor er angefangen hat, den Pinsel zu schwingen, wenn man so sagen will. Aber das ist alles, was ich weiß. Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt drauf, was uns da erwartet. Pass mal auf. Das ist die Box. Und ich habe mir mittlerweile angewöhnt, meine Adresse nicht mehr so oft in die Kamera zu halten. deswegen, hier oben ist schon quasi das Etikett runtergeschnitten. Schön. Ja. Ich würde sagen, wir schneiden die jetzt mal auf, schauen uns den Inhalt an, dann quatschen wir über das. Und ich habe mir dann überlegt, ob ich dann wieder so ein Teil mache mit dem Drehteller. Ihr seht das dann ja im Video. Genau. So, hier ist mal mein wunderschönes Schneidetool. Ich liebe dieses Messer übrigens. Ich schneide das jetzt mal auf. Seid bereit, meine Freunde. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Alter Schwede, was für ein Paketband. Das Zeug ist stabil wie Lulle. Okay, ich weiß nicht, zu mir schneiden, das ist eigentlich nicht gut, weil man könnte abrutschen und dann schneidet man sich in den Hals und verblutet elendig und so. Naja. Quatsch. Also wenn ich nicht mehr mit einem Messer umgehen kann, meine Freunde, dann bin ich endgültig bereit für den Jagdschein, wie man so schön sagt. So, okay. Ich sehe schon, die Schachtel ist nicht einfach nur so verpackt, sondern die wurde quasi kunstvoll zugeschnitten aus verschiedensten Teilen, wie man hier sieht. Okay, das heißt, ich muss noch ein bisschen mehr rumschneiden. Okay, ich verstehe. Danke an dieser Stelle für die toll verpackte Figur. So viel kann ich schon mal sagen. Also, erdbebensicher verpackt, würde ich sagen. So. Okay, da ist nochmal. Hä? Wie funktioniert diese Schachtel? Ich habe keine Ahnung. Mann. Sehr schräg. Wow. Habe ich schon erwähnt, dass die erdbebensicher verpackt ist? Alter Schwede. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Schachtel gekriegt, die so verpackt war. Die ist 3 und 4 und 5 und 6-fach verpackt. Das ist ja echt krass. So, ich glaube, jetzt haben wir es, meine Freunde. Weg mit dem Messer und her mit der Figur. So, ich stelle die Schachtel mal darunter, denn sonst ist sie uns ein bisschen im Bild.
Okay, was haben wir hier Schönes? Okay, ich stelle den mal ab. Ihr kriegt ihn natürlich gleich zu sehen, seid nicht so ungeduldig. Aber ich sehe gerade, da ist noch was in dieser Verpackung. Oh. Zuerst mal, ich packe das jetzt mal aus. Dann labere ich weiter. Ich will ja ganz vorsichtig sein. Wie gesagt, das ist alles Handarbeit, meine Freunde. Nichts davon kommt aus einem 3D-Drucker oder sonst irgendwas. Ich zeige euch das gleich alles. Aber zuerst mal Props für diese Schachtel, mein Freund. Lobo. Einer der geilsten überhaupt, ne? Aber um die geht's heute nicht. Darüber sprechen wir ein anderes Mal. So. Wir haben hier eine wunderschöne Base. Vermutlich, ja. Aus XPS, also Styrodur. Dieses klassische Modellbauzeug. Das sind diese Dämmplatten, die man verwendet, wenn man zum Beispiel ein Haus baut für den Kellerbereich und so. Guckt euch das mal an. Alles handbepinselt mit dem, ich habe keine Ahnung, was das ist, so ein Mooszeug. Er wird übrigens dieses Video sehen, das heißt, an dieser Stelle, du kannst liebend gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Patrick heißt er übrigens, der Liebe. So, auf jeden Fall, guckt euch das mal an. Mega cool, oder? Und von den Abdrücken da hinten kann man schon in etwa erkennen, wie groß diese Figur ist, die in der Schachtel war. Ich hoffe ja, dass ich das irgendwie hinkriege. Ja, erkennt mich, ab und zu bin ich ein bisschen... So, und ich habe die Figur jetzt schon neben mir stehen. Ach, wisst ihr was? Ich kann es euch nicht länger vorenthalten. So. Alter, unfassbar. Ich zeige euch gleich noch die Details. Zuerst lasst das mal auf euch wirken. Dann erzähle ich euch ein bisschen was zu der Figur. Das Grundmodell von dieser Figur ist eine sogenannte Czech Specific, ich glaube 48 cm Figur. Das sind diese riesengroßen, eigentlich recht billigen Figuren, die man so kaufen kann. Die sind auch nicht wirklich teuer. Und ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe sogar eine. Und damit ihr mal eine Ahnung kriegt, das... So sieht das Ding aus, wenn es aus der Verpackung kommt. Und das... hat er draus gemacht. Unfassbar. Ich bin hin und weg. So, passt auf. Wir machen mal einen kurzen Compare quasi, einen Vergleich. Das ist die Originalfigur. Also wie gesagt, nichts Spannendes, ne? Ein weißer First Order Trooper. Die Details von diesen großen Figuren sind eigentlich recht okay. Für das, dass es halt eigentlich Kinderspielzeug ist. Also man sieht das auch hier. Die Details und so. Sieht man das? Genau. Ist eigentlich recht okay. Man kann nicht viel Falsches machen, nicht viel falsch machen mit dieser Figur. So, ich habe mit dieser Figur noch nichts gemacht. Die ist einfach nur ausgepackt, hingestellt und ja. Okay. Ich stelle die mal dahin. Da, wo sonst immer die Verpackungen stehen. Bleib stehen, Junge. Gut. Und dann das hier. Jetzt mal ernsthaft. Zuerst mal. Das erste, was natürlich gleich auffällt, der Kollege hier hat jetzt ein Cape. Ich bin nicht ganz sicher, was für eine Art Stoff das ist. Aber ich denke, das ist so klassischer Polyesterstoff oder so. Wie gesagt, ihr werdet das Video sehen. Schreibt mir unten rein, wenn ich irgendeinen Blödsinn von mir gebe. Das ist schon mal mega cool, ne, mit dem Cape. Finde ich auch cool, er hat das irgendwie so ein bisschen verhärtet und so. Also es liegt mega cool an der Figur. Ich bin übrigens auch sehr fasziniert, dass das Cape und alles die Reise wunderbar überlebt hat, ohne dass sich irgendwas bewegt hat quasi. Dann, was man natürlich auch sieht, ist das extreme Weathering von dieser Figur. Das heißt, dieses ganze Dreck-Kratzer-Zeug. Unfassbar cool. Wie gesagt, ich zeige euch gleich noch die Details. Er hat auch das komplette Gewehr überarbeitet. Finde ich auch mega cool. Also farbtechnisch.
Dann gibt es so Blasterschüsse und Schnitte und so an der Figur. Sieht man hier vorne zum Beispiel an der Brustplatte. Das glänzt dann auch so silbrig, weil da so das Metall durchkommt von unten. Und das Gleiche, so jetzt muss ich die Figur wieder ein bisschen kippen. Das ist, weil die Kamera einfach so weit weg ist. Das Gleiche auch am Helm. Guckt euch mal den Helm an, jetzt mal ernsthaft. Das ist unfassbar geil, oder? Genau. Ein kleiner Punkt an dieser Sache. Ich habe ja selber lange Zeit Figuren customized und Modellbau gemacht und so. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag an dieser Seite, weil es mir gerade aufgefallen ist. Du könntest mit Putty, also mit diesem Modellier-Plastilinzeug, vielleicht die Schraublöcher zumachen, bevor du die dann quasi bepinselst. Nur eine Idee, nur eine kleine Idee. Wie gesagt, ich will nichts Negatives über diese Arbeit sagen. Ich bin sehr, sehr fasziniert. Aber ich fühle mich einfach irgendwie verantwortlich dafür, euch auch zu sagen, wenn mir irgendwas nicht gefällt oder beziehungsweise wenn es eine Verbesserung gibt. Irre. Also wie gesagt, es gibt dann noch das mit dem Drehding, Drehteller. Aber bevor wir das machen, ich bin hin und weg. Also wenn man sich das anschaut, der hat auch den Arm bearbeitet, ne? Weil der ist normalerweise gerade, sieht man ja da hinten. Finde ich auch cool. Ich gehe davon aus, dass der hier quasi am Ellbogengelenk geschnitten ist und dann wieder aufgesetzt. Sieht man natürlich nicht durchs Cape. Schlau gelöst. Und ja, und jetzt probiere ich das mal. Oh Mann. 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 Der Fuß muss mal dahin. So viel habe ich mitgekriegt. Der andere Fuß. Übrigens wusste ich nicht, dass dieser Standfuß quasi dabei ist. Also, das ist ein Bonus. Und finde ich ja mal mega cool. Danke nochmal dafür. Übrigens, ich habe es geschafft. Die Figur steht. Bin nur ein bisschen vorsichtig. Wir möchten ja nicht, dass die Figur hier runterknallt. Das wäre das Schlimmste, glaube ich, was passieren könnte. So, die Figur steht jetzt auf diesem Standfuß. Auch mega cool. Vielleicht an dieser Stelle auch noch eine kleine Idee. Nur falls es dich interessiert. Man könnte rein theoretisch in die Fußsohlen so kleine Löcher reinbohren. Könnte da so einen Stab nehmen. Also es gibt diese Aluminiumstäbe, die quasi mit Heißklebepistole rein und dann quasi das Gegenstück dazu auf der Base. Dann wäre das... Wie gesagt, ich habe ja gesagt in dem Video, ich möchte alles erwähnen, was mir so einfällt. Aber jetzt mal ernsthaft, guckt euch das mal an. Es ist wohl das coolste Actionfigurenteil, was ich bis jetzt in meiner Sammlung habe. Actionfigurenteil. Erstens, komplett customized. Zweitens, Alter, das ist alles Handarbeit. Ich bin mega fasziniert. Also ich finde es sehr, sehr cool. So, an dieser Stelle würde ich sagen, das nächste, was wir jetzt machen, ist diese Drehteller-Geschichte. Also, ich bin gleich wieder da. Und da sind wir wieder. Er steht immer noch da, weil, ob ihr es glaubt oder nicht, die Drehteller-Sequenz wurde quasi im Nachhinein gefilmt und dann in die Mitte reingeschnitten. Krass, oder? Movie Magic. ich stelle den jetzt mal so ein bisschen hier auf die Seite. Der kann ruhig den anderen verdecken da hinten, der ist noch nicht so wichtig. Und ich würde jetzt mal auf diese Fragen eingehen, nur damit ihr ein bisschen wisst, um was es hier geht. Also, zuerst mal, ihr findet die ganzen Arbeiten, also er hat ganz viel Zeug schon gemacht, findet ihr auf Instagram und zwar unter hotspot-custom, das ist quasi der Name. Ich verlinke das natürlich auch unter der Videobeschreibung, also in der Videobeschreibung. Und ja, dort seht ihr halt tonnenweise Arbeiten. Ich komme auch noch dazu, ich werde hier noch ein paar Fotos einblenden von seinen Lieblingsarbeiten. Das ist eine Frage auf diesem Zettel, aber passt auf. Ich lese das jetzt mal kurz vor. Und ihr schreibt mir dann später, was ihr von dieser Idee eigentlich haltet, dass ich jetzt quasi so Fragen vorlese. Es wäre zwar, wie gesagt, cooler gewesen, wenn der Kollege hier anwesend wäre, aber wollte er nicht. Wir kriegen definitiv mal jemanden. Deswegen machen wir das heute so. So, die erste Frage. Ich habe ihn gefragt, wie er dazu gekommen ist, sowas überhaupt zu machen. Weil man steht ja nicht eines Morgens auf und sagt, ah, fuck it, ich kaufe mir jetzt an... Figuren und schneid dran rum und geh mir einen Lötkolben ran. Macht ja nicht jeder. So, die Antwort. Er hat geschrieben, ich sah immer diese krassen Statuen, aber irgendwie war nie die richtige dabei.
die ihn zu 140% angesprochen hat. Ihr seht, er ist sehr, 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 sehr begeistert. Und dann hat er sich gedacht, er macht halt selbst eine. Also, wenn das dabei rauskommt, war das die verdammt richtige Entscheidung, mein Freund. So, seit wann macht er das? Vor 3 Jahren hat er damit angefangen. Er weiß noch genau, was es war. Es war ein Snowspeeder, der gecrashed ist. Rückblickend würde ich so viel anders machen. Das ist immer so. Jede Art von Kreativität, glaube ich, hat eine Wachstumskurve. Und ich glaube, die wenigsten, die irgendeine Art von Kreativität machen, egal ob malen oder Bildhauerei oder in dem Fall Custom-Figuren oder was auch immer, ich glaube, niemand zieht sich die erste Arbeit an, die er je gemacht hat und denkt sich, ja, ich war damals eigentlich schon ziemlich geil. Ich glaube, das ist ganz natürlich. Genau. Dann das Lieblingsstück. Er hat einen ganz bestimmten Zombie Trooper und einen Batman, die seine Lieblingsstücke sind. Die blende ich euch hier jetzt mal kurz ein. Währenddessen lese ich einfach weiter und die Bilder laufen hier durch. So. Genau, er hat geschrieben, es gab einfach keinen blutigen Trooper zu kaufen. Klar kennt er die ganzen Prime One Statuen. Prime One ist übrigens auch sehr faszinierend. Verlinke ich euch kurz die Firmenseite auch unten mit. Aber die Preise, ja natürlich. Also Prime One Statuen, da reden wir von einem schönen Gebrauchtwagen. Ne? Genau. Er sagt auch, seine Figuren kann man nicht damit vergleichen, weil er so weit runter ist. Ich schätze, er meint qualitativ oder preislich, ich weiß es nicht. Nochmal an dieser Stelle. Das hier ist eine Jack's Pacific Figur, die da hinten steht. Das ist keine 5000 Euro Figur. Das, was der Kollege da rausgeklopft hat, mit ein bisschen Blut, Schweiß und Tränen. So. Seine Freunde nennen ihn immer Low-Budget-Meister. Finde ich lustig. So entstand der 60 cm große Batman, also der von Fotos. Aber auch ein neues Problem, logisch, Platzproblem. Wer von uns kennt das nicht? Jeder, der was sammelt oder irgendwas Kreatives macht, kennt das. Deswegen habe ich angefangen mit Lego, meine Freunde. So ein kleiner Fun-Fact. Weil Lego hat den Vorteil, wenn mir der Platz ausgeht, wird das Zeug wieder auseinandergenommen. Schön. Oder Klemmbausteine in dem Fall. Genau, da er grundlegend große Sachen macht und irgendwann das Wohnzimmer voll war. So, dann stellt sich heraus, dass einige seine Sachen mochten. Dann hat er angefangen, das Zeug zu verkaufen, um sich dann mit den älteren Sachen, die er verkauft, wieder neues Zeug zu besorgen und das wieder umzubauen. Verdammt schlauer Weg und ich glaube, der einzig richtige Weg. Also was würde der Mando sagen? Das ist der Weg. So, ein tolles Hobby, das auch seine Frau nervt. ja. Ich glaube, auch das kennt der eine oder andere von uns. Dann habe ich ihn gefragt, wie lange er für sowas ihn etwa braucht. Das ist ja etwas, was ich sehr faszinierend finde, weil, ja, es gibt jetzt Leute, die behaupten, nah, weißt du, die Arbeit zahlt doch keiner. Aber er hat geschrieben, das ist immer unterschiedlich und kommt darauf an, was er macht. Da es nur ein, jetzt kommt dummes, kleines Hobby ist, okay, finde ich nicht so. Ich finde, du hast Talent, mein Freund, und ich werde es, so gut ich mit meiner eigenen Muskelkraft kann, dich unterstützen. Also die Muskelkraft, um zu tippen. Egal. Und er im Wohnzimmer am Esstisch arbeitet, das heißt, er baut diese ganzen Dinge am Esstisch, finde ich super. Und deswegen muss er auch immer alles wegräumen, wenn es Mittagessen gibt, schreibt er. Das heißt, er braucht für so einen Trooper dann schon mal über eine Woche. Ist okay. Wir brauchen einen eigenen Arbeitsplatz für dich, mein Freund. Außerdem muss man auch arbeiten gehen. Da bleibt nicht viel Zeit für sein Hobby. Ja, auch richtig. Aber wie gesagt, dafür bleibt die Leidenschaft erhalten. Ich glaube, wenn du den ganzen Tag nur noch das machen würdest, ich weiß es nicht. Natürlich, wenn man einen Job draus machen kann, ist das, glaube ich, schon mega cool. Es hat alles seine Ups und Downs. So, ich glaube, das können wir so mal festhalten. Ne? Genau. Dann habe ich ihn natürlich auch gefragt, was er für sowas verlangt. Also, was er glaubt, was er dafür nehmen kann. Er hat geschrieben, das ist eine schwierige Sache. Ich bin froh, wenn meine Kosten gedeckt und meine Arbeit gewürdigt wurde. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich mal gebeten werde, was für jemanden speziell anzufertigen, dass das auf Mundpropaganda zurückzuführen ist. In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich es durch Zufall entdeckt habe. Aber Mundpropaganda ist natürlich immer gut. Das, was wir jetzt hier machen, ist im Prinzip ja auch nichts anderes. Man sagt immer, jede Werbung ist gute Werbung, ne? Quasi. So, er schreibt, er pflegt guten Kontakt mit den Leuten und für alle macht er Familienpreise. Willkommen in der Familie, meine Freunde. Was er damit sagen will, benehmt euch im Internet und das ist ganz wichtig, meine Freunde, hört zu.
Benehmt euch im Internet, seid keine Arschlöcher. Ansonsten wundert euch nicht, wenn irgendwas mal mehr kostet. Ich glaube, das ist der beste Satz des heutigen Tages. Ich habe ihn natürlich auch über seine Pläne gefragt, weil so wie er schreibt, das ist jetzt ein kleines Hobby, das er neben seiner Arbeit betreibt, in seinem Wohnzimmer. Und die Qualität ist aber Bombe, meiner Meinung nach. Ich bin auch schon gespannt auf die hochpreisigeren, also wenn er mal Hot Toys oder so bearbeitet. Ich glaube, das wird richtig, richtig Killer. Und deswegen habe ich ihn natürlich um seine Pläne gefragt. Willst du einen Job draus machen? Hast du vor, eine Werkstatt anzulegen? Blablabla, so Zeug, ne? Er hat geschrieben, ganz ehrlich, in meinem Kopf schwirren so viele Ideen rum. Bei manchen traue ich mich selbst nicht, so was Krasses anzugehen. Das ist auch immer so ein großes Thema, ne? Diesen Schritt zu wagen, aus der Komfortzone raus. Aber ich habe eins in meinem Leben gemerkt, und das könnt ihr euch alle merken, meine Freunde. Ich habe eins in meinem Leben bemerkt. Ich bin nicht mehr der Jüngste, wie ihr wisst. Und ich denke mir mittlerweile einfach, fuck it. Es gibt nichts zu verlieren, meine Freunde. Die Komfortzone läuft nicht weg. Versteht ihr? Macht, worauf ihr Spaß habt, probiert alles aus und, oh Gott, wir werden philosophisch heute. Es gibt nichts zu verlieren. Klar, ich erwarte jetzt nicht, dass ihr 100.000 Euro Kredit aufnehmt, irgendwo eine fette Firma aufbaut und dann nach 2 Wochen sagt, ah, scheiße, ne? Aber alles, was mit Maß und Ziel passiert und ein bisschen Risiko beinhaltet, macht es. Irgendwann sind wir alle alt und liegen am Sterbebett und denken uns, ich würde jeden einzelnen Tag eintauschen bis zu dem... das war ein Filmzitat. So, dann hat er noch gesagt, zum Beispiel plane ich einen 30 cm Skeletor auf einer Base mit Licht. Mein Freund, den muss ich unbedingt sehen. Ich liebe Skeletor. Was für Jurassic Park und ein Lobo, der, naja, ich sag's mal so, Wolverine geht's an den Kragen. Ich habe tatsächlich schon ein paar Fotos gesehen, die hat er mir schon gezeigt. Die poste ich hier aber nicht, weil das ist sein Ding. Aber folgt ihn auf Instagram unter hotspot-custom. Wie gesagt, unter dem Video verlinkt. Da seht ihr das dann auch. Ich kann nur so viel sagen, sieht schon mega cool aus. So, ein Thermocutter will er sich zulegen, damit man Styropor und so XPS-Platten und so schneiden kann. Nie eine verkehrte Idee. Nie. Genau. Und dann abschließende Worte für alle Leute, die zusehen, weil das Video ist jetzt, Alter, 23 Minuten haben wir schon fast. Halleluja. Also für euch schon länger, weil davor kommt ja das Intro und egal. So, abschließend. Er schreibt, ich danke dir für die Möglichkeit, den Leuten zu zeigen, wie sehr ich mein Hobby liebe. Würde mich freuen, wenn dem einen oder anderen was gefällt, was ich mache. Aber auf Geburtstagen tritt er trotzdem nicht auf. Merkt euch das. Aber ja, ich denke, das Beste, was wir tatsächlich machen können, ist einfach das Zeug hier ins Rampenlicht zu schleifen. Und den Leuten zu zeigen, was machbar ist. Auch aus dem billigsten Zeug. Jetzt nicht billig im Sinne von der Arbeit, sondern die Figur. Egal. Aus dem kostengünstigsten Zeug. Man braucht keine 8000 Euro Figur. Man braucht keine 600 Euro Figur. Man braucht sowas. Man braucht Talent. Man braucht ein bisschen Sitzfleisch. Und unterm Strich gesehen kommt dann sowas raus. Unfassbar. Also das Ding kommt definitiv irgendwo da hinten. Ist egal. Ich habe keine Ahnung wohin, weil das Ding einfach zu hoch ist. Aber ich werde da hinten ein bisschen umstellen. Irgendwie kriege ich das schon hin. Und dann werdet ihr es in Zukunft des Öfteren sehen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, könnt ihr die lieben gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, er wird das Video sehen und selbst wenn er es nicht beantworten wird, werde ich ihn so lange auf die Nerven gehen, bis er es beantwortet. Und ja. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, der Kollege ist übrigens aus Österreich, also Austrian Power und so. Genau. An dieser Stelle, wie immer, ich glaube, wir haben jetzt genug geschwärmt über diese Figur. Also, ich noch nicht ganz, aber das mache ich später dann weiter, wenn die Kamera aus ist. Ihr versteht, was ich meine. Unfassbar cool. Und danke nochmal an dieser Stelle für die Gelegenheit, diese Figur vorstellen zu dürfen. Danke für die Base. Das wusste ich nicht, dass die da drin ist. Mega cool. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, aber ich glaube, da ist nichts mehr. Nur die Lobo-Schachtel. Lobo rockt. Und... wie wir schon besprochen haben, das Ding da hinten, also der Weiße, der originale Kollege, wandert zu dir. Dann kannst du wieder was Wunderschönes draus machen, weil bei mir ist es nur eine weiße Figur mit knapp 50 cm Höhe. Nochmal das Vergleich. Es ist unfassbar cool. Und ihr wisst, was zu tun ist, meine Freunde. Liken, abonnieren, Kommentar schreiben, Glöckchen aktivieren.
Schaut auf den Merch-Shop. Auf dem Merch-Shop gibt es super coolen Merch von mir, von Sarah, Himberia, vom Doshcord. Der Doshcord ist der coolste Discord auf diesem Planeten. Also der coolste, den ich kenne, oder der, wo am meisten passiert, egal. Und danke fürs Ansehen. Ich wünsche euch allen einen absolut schönen Tag. Lasst euch nicht von Fremden anquatschen. Möge die Macht mit euch sein und bis zum nächsten Mal. Cheerio.